Fragen mal ganz kurz forschen, bevor wir jetzt anfangen, über das Thema Responsive Web Design in Verbindung mit Joomla zu sprechen. Mein Name ist Lakshma Jochen. Ich bin selber Tiroler, habe dort eine kleine Internetagentur, ja, und haben uns speziell auf Webentwicklung und das CMS Joomla spezialisiert. Also wir machen einerseits Programmierung und wenn wir Webseiten gestalten, eigentlich zu 99% mit dem CMS Joomla. So, ich würde sagen, dann beginnen wir mal gleich mal mit Responsive Web Design. Ich hoffe, es weiß jeder, was Responsive Web Design ist. Ansonsten möchte ich es ganz kurz nochmal in ein paar Worten erklären. Und Responsive Web Design kennt man ja auch unter mobiles Web Design, wobei man da ein bisschen unterscheiden muss. Man hat das früher oft gemacht, man hat eine eigene mobile Seite gehabt, die man dann wechseln hat können. Da gibt es unten also auf den Button gehen zurück zur Desktop-Version oder zur mobilen Version. Responsive Web Design ist aber eigentlich was anderes. Responsive bedeutet ja so viel wie reagierend. Also man kann sich so vorstellen, die Webseite reagiert auf das Endgerät. Also so wie hier jetzt am Bild, dass dann die Webseite sich zusammenschiebt, die Elemente sich untereinander stellen und dergleichen. Und somit dann zum Beispiel auf die Webseite so erschauen und auf dem Handy so erschauen und immer optimal bedienbar sind, ohne dass man jetzt großartig hinzoomen muss oder dergleichen. Das Ganze optimal bedienen kann. Naja. Wieso Responsive Web Design? Ich glaube, jeder, der schon mal probiert hat, Responsive Web Design dem Kunden anzubieten und den davon überzeugen, der kennt es vielleicht, dass der Kunde dann gesagt hat, na, für was brauche ich denn das? Meine Webseite schaut ja am Handy auch toll aus und braucht mir ein bisschen hinzoomen, dann kann ich da lesen. Dann kann man ja wohl alle irgendwie drücken. Also da sind viele Leute meiner Meinung nach ein bisschen blind, dass sie da sehen, was eigentlich die Vorteile dahinter sind. Und einer der Hauptgründe meiner Meinung nach ist immer noch, dass die mobilen Internet-User immer mehr werden. Ich habe jetzt gerade vor kurzem eine Statistik gelesen, dass es 2011 waren es nur ca. 10% der Smartphone-User, die das mobile Internet wirklich genutzt haben, um Internet zu surfen. 2016 sind wir jetzt schon bei über 60% im deutschsprachigen Raum jetzt. Das heißt, also die Zahlen da steigen stark an und diese Smartphones werden ja auch nicht weniger, das wird immer mehr, auch Tablets werden immer mehr, dieses mobile Internet wird immer wichtiger. Das heißt, allein das ist schon einer der Hauptgründe meiner Meinung nach, wieso man nicht darf. Webseiten mit mobiler Optimierung verzichten sollte. Zweiter sehr wichtiger Punkt ist die Usability, also die Benutzerfreundlichkeit. Es ist halt wirklich so, man kennt es ja, man surft im Internet mit dem Smartphone, auch mit dem Tablet manchmal noch. Man kommt auf eine Webseite, die nicht mobil optimiert ist, oder gar auf einen Webshop, das ist ja noch mal schlimmer. Man möchte dann darauf was lesen oder man möchte navigieren, weiterschauen. Man muss hinzoomen, man kann den Button schon mal nicht drücken, weil er viel zu klein ist, oder man kann den Link nicht drücken. Man kann es nicht lesen, weil es viel zu klein geschrieben ist und wir sind halt einmal verwöhnt und man geht dann gleich mal wieder weg und sucht sich eine andere Seite und so hat man halt einen potenziellen Kunden schon wieder verloren. Da spielt natürlich die User Experience, die Nutzererfahrung genauso mit. Gerade in einem Webshop, wenn ihr in einem Webshop es nicht schafft, vernünftig zu bestellen, weil die Buttons dermaßen blöd zum Drucken sind oder ich den Button gar nicht als Button erkenne, ja, dann ist diese User Experience oder die Nutzererfahrung auch hinfällig, weil man dann ja den Kunden nicht dazu gebracht hat, dass sie eigentlich bestellt haben. Das heißt, da spielt einfach eine ganz, ganz große Rolle, dass die Webseite am Smartphone wirklich optimal funktioniert. Auch gerade beim Ausfüllen von Formularen. Wenn ich da dann hin und her switchen muss am Smartphone, damit ich alle Formularfelder erwische und überall was reinschreiben kann, macht es natürlich. Das ist natürlich sehr, sehr nervig. Ein weiterer Punkt, was halt meiner Meinung nach auch sehr wichtig ist, ist das Design aufrechtzuerhalten. Das Layout, das sich ja vielleicht in der Grafik überlegt hat und das ja einen Grund hat, das was gewaltig gut ausschaut, kann am Desktop ja wirklich gut ausschauen, am Smartphone dann aber einfach komplett verloren gehen, weil man halt alles viel kleiner sieht, wenn es nicht optimiert ist. Man muss mal hinzoomen, dann sieht man sowieso die halben Elemente schon nicht mehr, die man eigentlich sehen sollte vielleicht. Und dann geht das ganze Design, das ganze, der Grundgedanke, den man sich überlegt hat, der geht einfach verloren. Das ist eigentlich auch nicht sehr wichtig. Und natürlich ganz wichtiger Punkt, der ja seit, ich hoffe, ich sage jetzt gut, ich sage jetzt den Tag nicht genau, ich glaube, es war der 24. April 2014 oder der 21. Da hat ja Google ein Update rausgebracht, wo sie dann gesagt haben, sie geben Webseiten mit mobiler Version oder was halt responsive sind, für mobile Endgeräte optimiert sind, Vorrang, beziehungsweise sie ranken sie besser. Also sprich, wenn ich jetzt zum Beispiel unterwegs bin und ich suche jetzt ein Café mit meinem Handy und eins von den vier Cafés hat eine mobile Seite und der andere nicht, dann wird es schon mal ein bisschen einen besseren Bonus bekommen von Google und wird weiter oben gelistet sein als wie die anderen vier Cafés. Als Beispiel. Und natürlich, als letzten Punkt, der Erfolg einer Webseite spielt natürlich auch eine sehr große Rolle.
Eine Webseite sollte ja eigentlich nicht mehr nur die eine Visitenkarte sein, die man im Internet hat, wo halt die Kontaktdaten draufstehen, wo halt draufsteht, wo bin ich denn, wo ist denn mein Büro und was biete ich dann an. Viele wollen ja mit der Webseite, oder man sollte es ja auch schon so machen, mehr erreichen. Also sei es jetzt E-Mail-Adressen zu sammeln, sei es irgendwelche Formulare drauf zu haben, wo man Daten der Kunden abfragt, wo man die Kunden dazu bewegt, etwas zu machen, damit man eben mit dem Kunden wieder in Interaktion kommt, mit dem Kunden in Kontakt kommt, oder auch Webshops natürlich. Und natürlich, wenn die Webseite dann am Smartphone nicht richtig bedienbar ist, und wir haben es ja gerade gehört, es gibt ja immer mehr mobile User, dann bringt einen diese ganze Strategie, die man da verfolgt, nichts mehr, weil die Leute einfach nicht mehr gewillt sind, da jetzt großartig hinzuzoomen und das Ganze auszufüllen. Ich meine, es gibt schon noch natürlich Leute, die das machen, aber man wird ja immer verwöhnter und wechselt dann schnell die Webseite. So, jetzt noch ein Punkt dazu, worauf muss geachtet werden, damit man da bei dem Ganzen nicht verzweifelt. Gerade als Webentwickler ist immer so eine Geschichte, wenn man mit Grafikern zusammenarbeitet. Ich erlebe das leider immer wieder, dass halt, man ist nicht ist verständlich, viele Grafiker kommen aus dem BIM-Bereich und wenn die dann anfangen, responsive Webdesigns oder responsive Screen Designs zu erstellen, die das davor noch nie gemacht haben, dann ist das gar nicht so einfach für die, weil die ja das gewohnt sind. Man hat fixe Strukturen, es gibt fixen Textfluss und so weiter. Das heißt, was man schon mal auf alle Fälle ansprechen sollte, es gibt keine fixe Breite oder Ausrichtung mehr. Also man hat natürlich schon noch gewisse Breakpoints oder gewisse Breiten, an denen man sich ausrichten kann. Man muss sich aber immer überlegen, was passiert denn jetzt, wenn ich es dann am Tablet oder am Smartphone anschaue. Also man kennt das ja, man hat rechts ein großes Bild und links davon fließt der Text schön vorbei und dann habe ich da noch eine Grafik in der Konstellation, schaut super aus. Am Desktop optimal. Wenn ich es dann aber am Tablet anschaue, ist es vielleicht schon ein bisschen verrückt, der Text fließt jetzt schon unten ein bisschen um. Und am Smartphone muss ich mir natürlich dann auch überlegen, wo soll denn jetzt welches Element am Smartphone sein, damit es dann in der Konstellation wieder einen Sinn ergibt. Und das sind also gerade bei so grafischen Elementen, die dann auch Informationen rüberbringen sollen und nicht nur irgendwie als Bild halt da sein sollen und Emotionen regen sollen sozusagen. Da spielt das eine sehr wichtige Rolle meiner Meinung nach, weil wir haben es halt immer wieder, dass Grafiker dann halt da was abliefern. Dann sagt man, ja, aber wie soll man das jetzt am Smartphone dann darstellen, dass das für den Endkunden noch verständlich ist, was ihr darüber bringen wollt? Dann hat man gesagt, gute Frage, das wissen wir selber nicht so genau. Und das sind halt also Punkte, wo man sagt, sowas sollte man halt immer schon mit demjenigen, der das Layout designt, schon besprechen. Vor allem auch der fixe Textfluss, der eigentlich ein bisschen verloren geht. Habe ich vor kurzem einen Fall gehabt, da war eine Dame, die hat bei mir eine Webseite machen wollen und da ging es dann darum, sie hat zwei Bilder gehabt und rechts davon ist der Text vorbeigeflossen, also zwei Fotos von ihr, das ist die Biografie sozusagen war das. Und da meint sie, ich soll bitte sagen, wie viele Wörter sie Platz hat und dann schreibt sie den Text, damit der Text oben und unten schön mit den Bildern immer abschließen kann. Da habe ich gesagt, naja, wir haben eine responsive Webseite, die soll ja am Smartphone auch funktionieren. Das geht jetzt am Desktop ganz gut, am Tablet und Smartphone wird es dann ein bisschen kompliziert, weil dann wird der Text halt umbrechen und dann schaut es nicht mehr so aus, wie sie das gerne hätte. Also sie muss sich da eigentlich gar nicht so groß drum Sorgen drum machen. Ich kann es dann schon so ausrichten, dass das einigermaßen ausschaut, aber es hat ein bisschen Überredungskunst benötigt, bis sie das dann verstanden hat, warum sie da nicht auf das achten soll, oder nicht unbedingt darauf achten muss. Elemente müssen im kleinsten mobilen Endgerät darstellbar sein, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, und zwar deswegen, auch das erlebt man immer wieder, es gibt so Grafiken, jetzt vor kurzem habe ich Grafik gehabt, das ist ein Kreis und da stehen ganz viele Elemente um den Kreis herum, die man dann anklicken kann und da poppt dann wieder was auf. Das geht am Desktop noch ganz gut, aber am Smartphone geht dann diese Rücken verloren, die kann am Smartphone nicht einen Kreis darstellen, wo dann um den Kreis Textelemente rum sind. Das wird am Smartphone kompliziert, da muss man sich was überlegen. Und das sind so Geschichten, wenn man solche Elemente hat, soll man sich am besten schon beim Screen Design überlegen, was mache ich denn dann am Smartphone damit, wie stelle ich es denn da dar. Wir haben es dann so gelöst, der Strich war dann kein Kreis und es war ein gerader Strich und da waren dann zum Beispiel Elemente daneben. Da gibt es dann viele, viele Möglichkeiten, das anders zu gestalten. Die Menüstruktur muss natürlich sehr gut geplant sein. Man kennt es vielleicht von vielen Webseiten, die haben jetzt nicht oben im Menü alle Menüpunkte drinnen, sondern da gibt es vielleicht rechts noch ein Untermenü, da gibt es links noch ein Untermenü. Dann hat man noch Buttons, die wiederum auf Unterseite verlinken, die man vielleicht über das Menü oben nicht erreicht. Was hier auf der Desktop, also auf der großen Variante der ganzen Webseite, super funktioniert, aber vielleicht am Smartphone nicht mehr so darstellbar ist. Zum Beispiel das Menü, das jetzt rechts drüben ist, ist dann vielleicht am Smartphone plötzlich ganz unten und der User scrollt ja gar nicht so weit und checkt gar nicht, aha, da unten geht es ja noch weiter, da gibt es ja noch Unterpunkte. Und da muss man sich halt überlegen, so, wo verpacke ich jetzt diese Menüpunkte am Smartphone?
Weil der gängigste Weg oder der einfachste Weg ist natürlich, dass man die dann in diesen klassischen Menübutton, den man hat, wenn man da draufklickt, geht das Menü auf und da finde ich alle Menüpunkte, die die Webseite hat. Schön strukturiert natürlich, schön abgebaut, nicht alles in einer Wurst. Dann macht das Ganze Sinn und ist auch gut zu navigieren und die Benutzerfreundlichkeit leidet nicht drunter. Wichtiger Punkt ist auch, dass man bedenken muss, am Smartphone habe ich Touch. Sprich, diesen Hoover-Effekt, den man ja immer wieder einsetzt, sei es für Links, sei es für Buttons, sei es auch auf Bildern manchmal, vor allem über Bild drüber, plötzlich erscheint was auf dem Bild und ich registriere, ah, da kann ich ja noch wo klicken. Das geht am Smartphone nicht so, wie man es sich vorstellt. Am Smartphone geht es schon, man kann es ja mittlerweile so machen, dass wenn ich am Smartphone dann drauf tippe, dass zuerst dieser Hoover-Effekt ausgelöst wird, durch diese Grafik erscheint und dann kann ich nochmal zusätzlich klicken. Nur oftmals ist es so, dass man mit diesem Hoover-Effekt den Leuten dann klar machen will, schau, da passiert noch was, da kann ich noch was machen. Und das muss man einfach beachten, dass das am Smartphone nicht geht. Am Smartphone sieht er das ja nicht. Da wird nicht drauf tippen auf jedes Element, was da so da ist, um zu schauen, ob da was passiert. Das heißt, man muss diese Elemente klar sichtbar machen. Gerade, was ganz oft falsch gemacht wird, sind Links in Texten. Die sind halt oft mit diesem Hoover-Effekt versehen, auf einmal mit der Maustaste, dann wird es auf einmal unterstrichen. Dann weiß ich, ah, da kann ich klicken. Am Smartphone geht es nicht. Da wird nicht jedes Wort durchklicken. Man kann das ja ganz einfach machen. Man kann es ja farblich oder vielleicht unterstrichen noch gestalten. Dann ist es ja kein Problem. Aber das sind halt einfach Dinge, die man beachten sollte. So, dann die Bildwahl natürlich auch. Viele Bilder eignen sich am Smartphone nicht. Also es gibt ja Bilder, die was einerseits vielleicht Text im Bild stehen haben, der was aussagen soll, der dann am Smartphone dann so klein ist, weil das Bild sollte sich ja natürlich mit verkleinern. Und dann kann man nicht mehr lesen. Dann macht dieser Text am Bild zum Beispiel überhaupt keinen Sinn mehr. Dann sollte man sich überlegen, was macht man denn am Smartphone für ein Bild. Man kann ja mittlerweile mit Weichen arbeiten, dass man sagt, am Desktop das Bild und am Smartphone das Bild. Oder ein ganz klassisches Beispiel ist, man hat ein Hintergrundbild und auf dem Hintergrundbild ist jetzt zum Beispiel rechts eine Person, links von der Person ist ganz viel Grünfläche und da steht der Text drauf, was als Zitat dieser Person. So, das Hintergrundbild soll sich natürlich auch ein bisschen mitverkleinern. Wir wollen die Person da rechts nicht wegschneiden. Und die Person sollte ein Bild bleiben. So, und jetzt habe ich am Smartphone die Person hinterm Text. Also das heißt, das sind dann auch so Geschichten, da kann ich deinen Text dann sowieso nicht mehr lesen wahrscheinlich, weil die Person ja im Hintergrund dann durch die ganzen Farben, die sie halt auf der Kleidung hat, den Text unlesbar machen, weil es unruhig ist. Und auch da sollte man sich überlegen, wie löse ich denn jetzt dann das? Man könnte eine transparente Fläche drauflegen, dass ich die Person immer leicht sehe oder dann den Text vom Bild trennen und das Bild extra einfügen. Also da gibt es dann viele, viele Lösungsmöglichkeiten, man muss das halt einfach bedenken. So ein Punkt, der mittlerweile schon ein bisschen unwichtiger wird, aber man trotzdem beachten sollte, ist die Datenmenge der Webseite jetzt in Bezug auf mobile Webseiten bezogen. Und zwar deswegen, weil man ja bedenken muss, man hat am Smartphone nicht immer WLAN. Hat man kein WLAN, hat man vielleicht nur 3G. Wenn es ganz blöd läuft, hat man eine Edge, aber dann kann man sowieso nicht mehr surfen. Aber auch dann muss man bedenken, wenn meine Webseite jetzt mit allen Daten, also allen JavaScript-Dateien, allen CSS-Dateien, allen Bildern und was auch sonst du alles so geladen werden muss, da gleich mal 10 MB zusammenbringt, was ja nicht selten ist, weil ich da immer wieder, dann dauert es halt entsprechend lang mit seinem mobilen Internet, bis die Seite geladen hat. Aber das wird zwar jetzt, wenn was die Internetgeschwindigkeit betrifft, immer unwichtiger werden, weil das Internet immer schneller wird, aber man darf ja nicht vergessen, dass Google auf das auch Rücksicht nimmt und das wird es auch noch länger machen. Google bewertet Seiten, die schneller laden, besser als wie Seiten, die da ja 10 Sekunden laden, um überhaupt angezeigt zu können. So, der letzte Punkt, auf den wir achten sollten, wäre, aber das war eh beim ersten auch schon, Design muss sich durchziehen. Natürlich, der Grafiker überlegt sich ein tolles CI für das ganze Unternehmen, das sich durchzieht, von der Visitenkarte, vom Briefpapier bis zur Webseite natürlich. Und wenn dann die mobile Seite plötzlich ganz anders ausschaut, macht das ja auch keinen Sinn. Man soll natürlich den Wiedererkennungswert auf allen Geräten haben. Also wenn ihr die mobile Seite anschaut, muss ich sofort erkennen, ah, schau, das ist die Seite, so schaut sie halt auf dem Desktop aus und ich habe den Wiedererkennungswert. Ich weiß das sofort. Damit ich soll nicht den Eindruck haben, na, jetzt bin ich woanders. Das Logo ist doch das gleiche, aber plötzlich sind alle Formen anders. Also da sollte man halt einfach drauf achten. So, jetzt weg von den ganzen Teil, warum auch allgemein zu Responsive Web Design. Jetzt gehen wir hin zu Extensions für Joomla für Responsive Web Design. Also ich möchte jetzt mal zuerst Extensions aufzeigen, die man nutzen kann, um Joomla responsive zu machen, so Extensions, die man immer wieder benötigt. Und danach möchte ich kurz zeigen, wie man Templates responsive machen kann, und ohne dass man gleich auf Extensions greifen muss. So, gehen wir mal gleich zu der Navigation und zu Menüs. Da macht man sowieso immer. Wenn man jetzt keine
große Ahnung hat von HTML und CSS, aber trotzdem schöne Menüs haben möchte, die auch responsive super funktionieren, kann ich jetzt zwar zwei Menüs empfehlen, die zwar kostenpflichtig sind, die kosten aber jeweils nur 15 und 16 Euro. Die sind sehr, sehr praktisch deswegen, weil man sie beide anpassen kann. Das ist das Joomla Mega Menü, arbeitet aber mehr mit JavaScript. Man kann aber, wenn man dann diesen Betrag zahlt von 15 Euro, man kann sie öfters verwenden. Also es rentiert sich, wenn man da mit HTML und CSS nicht so viel am Hut hat. Na, hoppala. Dann macht es Sinn, weil man kann dann die Farben ganz gut anpassen, die Funktionen gut anpassen. Man hat ganz viele Ausklappmöglichkeiten. Also man kennt diese, das erscheint oder es fährt nach unten, es fährt nach oben. Also da gibt es ganz, ganz viele Varianten. Kann ich beides empfehlen. Noch mehr kann ich empfehlen das CSS 3 Mega Menü. Einfach aus dem Grund, weil das nicht auf JavaScript angewiesen ist. Das arbeitet mit CSS 3 und mittlerweile eigentlich so gut wie jeder moderne Browser kann das. Wenn man natürlich rückwärtskompatibel alles anbieten möchte, würde ich wieder zum oberen empfehlen. CSS 3 gibt es halt immer noch. Es gibt immer noch viele User, die mit alten Browser unterwegs sind. Und wenn man die auch noch bedienen möchte, sollte man eher das Joomla Mega Menü nehmen, da das mit JavaScript arbeitet. Aber beides sehr fein, weil man sich sehr einfach anpassen kann. Kostenlose Varianten ist das Maxi-Menü CK und das DJ Mega Menü. Ich meine, es gibt ganz viele, aber das sind jetzt so welche, die ich schon mal probiert habe, einfach mal anzuwenden. Kann man auch beide anpassen, wobei ich dazu sagen muss, ich glaube, eins von beiden muss man sogar ein Plugin dazu kaufen, dass man es noch mehr anpassen kann. Man kann dann nur Themes wählen, also so gewisse Layout-Vorlagen. Wenn man mit denen zufrieden ist, muss man sich ein Plugin dazu kaufen, kostet da ungefähr 16 Euro. Dann kann man es noch mehr anpassen, aber die sind schon mal komplett kostenlos. Also die kann man schon mal nutzen, ohne dass man großartig fürs erste Mal gleich was kaufen muss. Und bieten schon gewisse Layout-Geschichten, die man schon mal verwenden kann und sind sehr funktionell und vor allem responsive. Slideshows hat man ja auch immer wieder, wird heutzutage fast überall eingesetzt. Ganz oben dieser klassische Header, wo die Bilder wechseln oder auf der Startseite ganz klassisch. Weil es dann macht das Sinn, klar, man möchte ja die Leute mit Emotionen da behalten, man möchte die Leute mit Bildern locken, dass die da bleiben. Einer der besten Slider meiner Meinung nach, ist jetzt meine Meinung, ist der Revolution Slider. Der kostet nur 9 Dollar. Dollar, glaube ich, sind es, ja. Oder 9 Euro. Man kann den dann öfters verwenden, hat dann für ein Jahr lang die Lizenz, was aber nur bedeutet, für ein Jahr lang habe ich Support und für ein Jahr lang kann ich mir immer die aktuellste Version holen. Ich kann den aber auf 100 Seiten installieren, spielt überhaupt keine Rolle. Und der große Vorteil an diesem Slide ist einfach, der ist so umfangreich, man kann ihn auf so viele Varianten einstellen, also ob er über die komplette Seite gehen soll, ob er nur responsive auf gewisser Höhe funktionieren soll, mit ganz, ganz vielen Layouts, ohne dass man programmieren muss, ohne dass man CSS braucht oder dergleichen. Also der ist wirklich genial, muss ich sagen. Ist auch gar nicht so schwierig, er schaut am Anfang wirklich schwierig aus, weil er so viele Einstellungsmöglichkeiten hat. Aber die einfachste Variante ist halt einfach mal mit den Standardeinstellungen reinklatschen, anschauen und sich dann überlegen, was möchte ich dann dran ändern und dann suche ich mir diese Eigenschaften raus. Dann ist das gar nicht so schwierig. Aber man kann sehr, sehr viel machen, vor allem, das ist auch so ein Slider, wo man dann ganz einfach Elemente, also man kennt das ja, diese klassische Slider, Bilder im Hintergrund wechseln und dann kann ich auch sagen, ich hätte gerne einen Text, der reinfliegt, ein Bild, das reinkommt und lauter so Geschichten. Also man kann da sehr, sehr viel machen und vor allem, er ist natürlich wieder responsive. Eine kostenlose Slideshow ist diese Slideshow CK. Die haben wir recht hin und wieder im Einsatz, wenn es eine einfache Slideshow sein darf. Das ist ein einfaches Modul, das man da erstellen kann, wo man Bilder zuteilt und man kann es dann sehr gut stylen. Man kann ganz einfach Pfeile wegschalten, Buttons dazuschalten, das Style ändern, die Farben ändern. Also ist auch recht einfach zu verwenden und vor allem kostenlos und funktioniert auch mit man. Dann möchte ich kurz Bildergalerien vorstellen, die responsive funktionieren. Eine kostenlose, sehr bekannte ist die Poker Gallery. Meiner Meinung nach sehr funktionsreich, bietet alles, was so eine klassische Bildergalerie bieten muss. Fast schon wieder zu viel an Einstellungsmöglichkeiten, also man kann da schon wieder so viel einstellen, dass es fast schon manchmal wieder nervt, dass man alles wieder wegschalten muss am Anfang. Aber sie bietet jedenfalls für eine kostenlose Galerie wirklich verdammt viel und funktioniert auch auf den mobilen Endgeräten sehr gut. Eine kostenpflichtige, die ich empfehlen kann, die man im Moment eigentlich fast immer einsetzen, ist die JSON Image Show. Allein schon deswegen, diese Bildergalerie bietet die Möglichkeit, dass man einerseits Galerien erstellen kann. Also ich kann sagen, ich habe jetzt die Galerie von der Ferienwohnung so und so, für Sommer, für Winter, für die Ferienwohnung und fürs Haus zum Beispiel. Das heißt, ich habe mehrere Galerien und habe dann aber eigene, sie nennen das Schaukästen auf Deutsch.
Das heißt, ich kann da dann sagen, ich möchte einmal eine Galerie haben, die so ganz klassisch ist, mit den kleinen Bildchen, die ich anklicken kann und die zoomen auf. Das ist die klassische. Oder ich möchte eine Slideshow-Galerie haben. Oder da gibt es dann ganz viele Teams, also ganz viele verschiedene Vorlagen, die man wählen kann, alle kostenlos. Oder diesen Streifen, wo dann die Bilder so hin und her fahren. Also ganz viele verschiedene Varianten. Und ich kann dann sagen, ich würde jetzt gerne diese eine Galerie mit diesem Schaukasten darstellen. Das heißt, ich kann dann sogar sagen, auf der Startseite hätte ich gerne diesen Schaukasten, das ist eine große Slideshow mit der Galerie. Dann würde ich die gleiche Galerie aber auf der Unterseite nochmal verwenden, mit diesem ganz normalen Bildchen, die ich anklicken kann zum Aufzoomen. Also das ist sehr fein zum Arbeiten, weil man halt nur eine Galerie erstellen muss, aber man kann verschiedene Schaukästen definieren, also verschiedene Galerietypen definieren und die dann anzeigen lassen und alle funktionieren sehr auch responsive. Vorstellt, ich habe es eh aufgeschrieben, kostet glaube ich auch nicht die Welt. Die kostet. Die gratis. Bitte? Die ja, die gibt es gratis, aber die Gratis-Version lässt maximal 3 genau. Galerien zu mit maximal 10 Bildern. Also wenn man mal, wenn man nicht so viel braucht, ist die ausreichend. Ansonsten kostet die Standardlizenz 49 Euro. Aber ich kann sie wirklich empfehlen. Auch diese 49 Euro, man kann sie dann immer wieder verwenden. Das bedeutet ja nur, dass ich jetzt eine Lizenz für 49 Euro kaufe. Ich habe damit einerseits meine Subscription, also ich kann bei Bedarf Support bekomme ich in dieser Zeit, wo ich die Lizenz habe, die geht jetzt in dem Fall 6 Monate und ich kann mir immer die aktuellste Version laden. Sobald die Subscription, also diese Lizenz abgelaufen ist, muss ich sie mir wieder neu kaufen einmal, damit ich mir die neuesten Versionen anholen kann. Macht natürlich Sinn, man sollte das Ganze ja updaten und nicht bei der alten Version belassen. So, Formulare brauchen wir ja einmal wieder. Da kann ich eigentlich nur eine Extension empfehlen. Mit der arbeite ich jetzt persönlich ja, seit Jahren. Und die ist ja kostenlos. Ja. Nicht ganz kostenlos, muss ich gesagt ja dazu, warum. Aber Chronoforms ist eigentlich deswegen auch eine sehr, sehr gute Formularkomponente, weil die eigentlich alles kann, meiner Meinung nach, was eine Formularkomponente mitbringen muss. Man kann jegliches Feld erstellen, man kann die Felder verschieden kombinieren, verschieden anordnen. Man kann seinen eigenen Code noch dazu hinterlegen, wenn man es ein bisschen auskennt und selber bestimmen, was das Formular denn dann beim Absenden und so weiter machen soll. Also ich kann jeden Vorgang ganz genau definieren, was soll es machen, wenn das Formular geladen wird, was soll es nach dem Absenden alles machen, was soll es E-Mails versenden, soll es in der Datenbank reinschreiben mit Daten. Also es gibt ganze Mengen an Tools, die man alle kostenlos nutzen kann. Der einzige Nachteil an der Kostenversion ist halt, dass auch unter dem Formular dabei steht, powered by GonoForms, Gono Engine. Das ist der einzige Nachteil. Wenn man damit nicht leben möchte, wenn man das Weg haben möchte, gibt eine Lizenz davon. Da kommt es darauf an, auf wie vielen Seiten man die verwenden möchte. Also zum Beispiel für 3 Seiten kostet die Lizenz 25 Dollar, für 5 Seiten 35 Dollar. Wir verwenden die Ultimate-Lizenz, die kostet einmal 200 US-Dollar und dann kann ich es auf 999 Seiten, so scheint es halt, verwenden. Ja, das rentiert sich auf alle Fälle, weil so schnell wie mit dieser Komponente habe ich Seitenformulare erstellt. Das Fein ist auch, man kann ein Formular, das man einmal drin erstellt hat, sich runtersichern und bei der anderen Seite wieder raufspielen. Also so ein Kontaktformular, das man immer wieder verwendet und wo es nur darum geht, Name, E-Mail-Adresse, Telefon, Nachricht, das ist das Klassische, hat ich mir einmal runtergespeichert, das brauche ich einmal reinladen, ändere kurz ab, wer das E-Mail bekommen soll und das war's, dann ist das Formular fertig. Man muss ich nicht großartig rumspielen. Man kann es mit Captchas versehen, alles, also man kann es übersetzen in alle Sprachen. Es gibt, für Deutsch gibt es sowieso schon Übersetzung. Also es lässt sich total komfortabel und einfach konfigurieren und bietet alles, was es braucht. Hat es auch dieses Double Opt-in für eine Newsletter-Anmeldung? Nein, es ist eigentlich nicht gedacht für Newsletter-Anmeldung. Ob es müsste ich jetzt nachschauen, weiß ich nicht. Für Newsletter-Anmeldung habe ich es noch nie verwendet, muss ich ganz ehrlich sagen. Dafür gibt es eine andere Komponente, da kann ich AC-Mailing empfehlen. Das bietet das komplett. Es ließe sich aber sicher machen, irgendwie. Aber hat Double Opt-in wirklich ein Formular was zum Tun? Geht es ja eher als die E-Mail hin und her geschickt. Ja, man kann ja mal sagen, nach dem Absenden soll er mir eine E-Mail senden, die ich dann bestätigen muss, wie man es halt kennt. Nur ist dann die Frage, wenn ich auf den Link klicke, muss ich es halt wieder irgendwo verarbeiten. Das kann ich dann GonoForms, ja, kann ich schon machen lassen. Ich kann GonoForms aufmachen lassen, aber da muss ich schon wieder coden können, damit ich das abfange, dass der jetzt den Link angeklickt hat. Und dann in der Datenbank diesen Eintrag als aktiviert sozusagen markieren. Das geht schon. Aber ob es jetzt von Haus aus könnte, müsste ich jetzt nachschauen. Aber ich glaube es nicht, weil es eigentlich eine reine Formularkomponente ist und nicht für dieses Double Opt-in gedacht ist. Wie gesagt, wenn man da das haben möchte, kann ich einfach, würde ich einfach AC-Mailing nehmen. AC-Mailing kann man kostenlos nutzen. Und wenn es nur darum geht, dass man die Adresse E-Mail-Daten sammelt mit diesem Double Opt-in-Verfahren, bietet AC-Mailing alles, was man braucht. Und man kann es dann, wenn man möchte, auch als E-Mail-Komponente, als Newsletter-Komponente verwenden. Einziger Nachteil an Chronoforms ist halt, dass es nicht responsive ist. Ich weiß nicht, warum sie das bis jetzt nicht zusammengebracht haben, weil es schon längst Zeit wäre. Die Formularfelder reagieren nicht responsive.
Wenn ich nämlich am Smartphone jetzt anschaue, geht das Textfeld rechts raus und ich kann dann die Seite nach rüben, nach rechts schieben. Das ist natürlich nicht optimal. Man kann aber diese zwei Codezeilen einfach auf CSS einfügen. Es gibt dazu bei uns auf Lacnamedia, es kommt danach nur die Adresse, einen Blog-Eintrag, wo das nochmal genau beschrieben ist. Das ist ganz einfach, einfach in die CSS-Datei die zwei Zeilen rein und dann ist die ganze Seite, das ganze Formular responsive. Besser wäre es natürlich, das, so wie es jetzt dasteht, reagiert es auch auf den Desktop responsive, dann gehen die Felder von da nach da ganz drüben. Das kann manchmal ganz schön blöd ausschauen. Drum in unserem Blog-Eintrag gibt es eine Beschreibung, wie man denn das so machen kann mit Media Queries, dass das Ganze nur am Smartphone responsive reagiert. So, schauen wir weiter. Ein Plugin, das wir programmiert haben, möchte ich auch ganz kurz vorstellen, so ein bisschen Eigenwerbung machen. Das nennt sich Responsive Content Tools. Da geht es uns darum, wir haben immer wieder das Problem gehabt, dass wir gern, das Ausgangsproblem war, wir wollten Inhalt zweispaltig darstellen. Früher hat man das so gelöst, Tabelle, zwei Spalten, Inhalt eingefügt. Das ist schon lange her. So, das hat man früher so gelöst, mit Responsive ist das ein bisschen ein Problem. Macht schon Sinn, dass er zweispaltig Inhalt. Man kennt das ja von Zeitungen, die machen ja auch Spalten. Hat ja einen guten Grund, warum die das so machen. Aber ein Mensch, das menschliche Auge, kann viel besser lesen, als wenn der Text jetzt von da nach ganz rechts rüber geht. Und wenn man das dann in Spalten aufteilt, ist das viel leichter aufzufassen für das menschliche Auge. So, und jetzt haben wir dann Agentur. Wir arbeiten ja ganz viel mit Agenturen und die wollten dann immer dieses zweispaltige Layout haben. Da haben wir uns überlegt, na, wie löst man denn das Ganze jetzt? Und haben uns dann unser eigenes Plugin geschrieben, weil das Problem war ja, ich kann ihm schon den Kunden jetzt so machen, dass ich einen Div-Container reinsetze im Beitrag und sagt, er hat halt Float Left, er hat Float Right. Aber wenn der Kunde dann das im Nachhinein warten soll, dann wird das eine Katastrophe, das wird nicht funktionieren. Darum haben wir ein Plugin erstellt, das nennt sich Responsive Content Tools. Das heißt, es gibt dann diesen Button hier, der schaut runter. Jetzt habe ich hier zum Beispiel einen Editor, der funktioniert mit JCE-Editor genauso gut wie im TinyMCE. Da ist jetzt der JCE-Editor drin, weil wir den dann verwenden. Und wenn man auf diesen Button Responsive Content Tools klickt, öffnet sich so ein kleines Pop-up. Das mittlerweile mehr kann als Spalten. Man kann das da ganz schlecht lesen. Aber es geht um Folgendes. Man kann dann sagen, okay, ich hätte jetzt ganz gerne den Inhalt aufgeteilt in zwei Spalten, drei Spalten, vier Spalten oder eine Zweidrittelspalte, eine Einsdrittelspalte. Das heißt, ich bedeutet, ich kann, das macht dann Folgendes. Ich habe diesen Button gespalten, fügt er mal an der Stelle, wo ich den Cursor habe, diesen Code ein, geschwungene Klammer, vier Spalten, geschwungene Klammer zu. Den kennt man von manchen anderen Extensions. Und dann sage ich, da beginnt also die eine von diesen Spalten und ich kann sie mit dem Button wieder schließen, die erste Spalte. Dann mache ich eine zweite Spalte, zum Beispiel nochmal zwei Spalten und schließe wieder. Und dann werden diese zwei Spalten im Frontend ganz automatisch nebeneinander positioniert und dann Smartphone wieder untereinander. Das Ganze gibt es auch so für die Tablet-Ansicht, das nennt sich dann zwei Spalten XS, das heißt, auch am Tablet wird das noch zweispaltig angezeigt oder drei Spalten oder vier Spalten, je nachdem wie ich es brauche. Das heißt, ich erstelle Container. Ich habe diesen Zwei-Spalten-Container zum Beispiel. Da kommt der Inhalt und dann schließe ich den Container wieder mit dieser geschwungenen Klammer. Das wird alles darüber mit diesen Buttons an dieser Stelle eingefügt. Dann mache ich den zweiten Zwei-Spalten-Container und das wird dann auf der Seite nebeneinander dargestellt. Beziehungsweise vier Spalten haben wir vier Spalten dann nebeneinander. Andere, was wir uns dann auch überlegt haben, neben diesen Spaltenlösungen, die ja schon ganz praktisch sind. Was ja auch immer wieder kommt, man bindet Google Maps ein. Und Google Maps ist. Ja. Eine kurze Frage, da gibt es aber dann keinen automatischen Umbruch von einer Spalte in die andere, oder? Das muss der den Text dann schreibt, muss das setzen. Ja genau, der muss genau bestimmen, wie viel Text möchte ich in der ersten Spalte. Das geht leider nicht. Man könnte das mittlerweile mit JavaScript lösen. Haben wir schon mal probiert, das ist teilweise eine Katastrophe, die machen, das dann funktioniert nicht richtig. Da passen die Umbrüche nicht, also die Siegumteilungen nicht. Da muss man wirklich selber händisch überlegen, wie viel setze ich in die erste Spalte, wie viel in die zweite Spalte. Ein weiterer Punkt ist, jeder, der schon mal Google Maps angebunden hat, man kennt das, das ist nicht responsive von Haus aus, wobei es mir auch wundert, dass da Google noch nie eine Lösung gefunden hat, dass man diesen Code, den man da bekommt, dieses iFrame, dass er das nicht gleich mit irgendwas so lösen, man wird sicher irgendwie gehen, aber spielt ja keine Rolle, man. Es gibt aber ganz viele Möglichkeiten, das responsive einzubinden. Eine Variante ist mit einfach einem CSS-Code, den man ins Stylesheet schreibt, das sind zwei so Definitionen, die man machen muss, muss dann dieses iFrame mit einem Div umgehen, der eine gewisse Klasse hat. Gibt es auch bei unserer Blog-Anleitung dazu. Ansonsten kann man das auch damit lösen. Ich sage, ich mache jetzt einen Google Maps Container, dann wird dieser Code eingefügt, dann nach dem Code füge ich dann diesen Code vom Google Maps ein, diesen iFrame, und schließe den Container wieder. Das heißt, alles, was zwischen diesen zwei Klammern, zwischen diesen zwei Codes steht, wird dann responsive gemacht. Das heißt, die Map passt sich dann an.
Das gleiche mit YouTube-Videos, die sind von Haus aus auch nicht responsive, wenn ihr das einbindet, diesen iPhone-Code, geht damit auf. Dann mache ich einen Container für YouTube-Videos, fügt diese Klammer ein, fügt das YouTube-Video ein, klickt wieder auf Container schließen, fertig. Dann ist das YouTube-Video dann auch responsive. Und dann haben wir noch ein paar Geschichten wie ein- und ausblenden. Es geht immer um Container, man muss sich das wie Container vorstellen. Also ich mache einen Container, da geht die Container Anfang, Container Ende. Und alles, was dazwischen drin ist, reagiert dann entsprechend. Man kann es leider nicht lesen, glaube ich, oder? Aber was man weiter hinten ist. Ja, schlecht. Da gibt es dann so Container wie Smartphone nicht sichtbar. Das bedeutet, alles, was in dem Container drin ist, wird vom Smartphone ausgeblendet. Oder Tablet nicht sichtbar. Ich habe es probiert, es einfach wie möglich zu benennen, aber das bedeutet, es ist nur Tablet nicht sichtbar. Oder Tablet und Smartphone nicht sichtbar. Oder nur Desktop sichtbar. Das macht dann Sinn, zum Beispiel, wenn ich ein Bild habe, da wo ich sage, oder ein Text habe, wo ich sage, am Smartphone will ich den nicht anzeigen. Oder das Bild will ich am Smartphone nicht anzeigen, dafür will ich ein anderes am Smartphone anzeigen. Dann mache ich dann zum Beispiel ein Bild im Container Desktop sichtbar und mache ein Bild im Container Smartphone sichtbar und das wird dann automatisch einfach wechseln. Ist oft einmal sehr, sehr praktisch. Vor allem deswegen, es geht, wenn der Kunde warten soll. Dann kann man den Kunden ein bisschen eher noch erklären, was er machen soll. Ansonsten ist das auch dann schon ganz schwierig, wenn der keine Ahnung hat, wie er dann da das machen soll. Wenn man da im Hintergrund irgendwie Tiefcontainer im Editor geschrieben hat und der Kunde fängt an, da drum umspielen, am Text und formatieren, dann hat vielleicht jeder schon mal gemacht, dann ist das meistens nichts mehr, dann geht das nicht mehr. Dieses Plugin, also wer da Interesse hat in dem Plugin, das ist bei uns auf der Seite noch nicht verfügbar, kann man aber gern danach, zu mir kann man, ich kann es Ihnen gern zuschicken. Es sind zwei kleine Plugins, die man installieren muss. Wird jetzt noch weitergebaut, irgendwann wird man es auf der Seite anbieten, im Moment noch nicht, weil wir noch zu wenig getestet haben. Aber es funktioniert soweit schon ganz gut, vor allem diese Spaltenlösung haben wir schon lange in Einsatz. Okay. Dann gehen wir weiter zur Template-Erstellung, Responsive Design. Sehr besser. Zu langsam. Da möchte ich das Content-Framework Bootstrap vor allem vorstellen. Im Moment ist ja Bootstrap 3 aktuell. Joomla arbeitet im Moment leider immer noch mit Bootstrap 2. Das sollte sich aber ändern, haben wir gehört. Da geht es aber wirklich schon darin, dass man Templates selber erstellt. Bootstrap ist ja ein Frontend-Framework, das ganz viele Tools bietet, um leichter Templates zu erstellen. Vor allem im Responsive Design. Es gibt zwei Internetseiten, wo man sich die holen kann. getbootstrap.com ist das offizielle und holdebootstrap.de ist die deutsche Variante davon. Die ist ein bisschen abgespeckt. Wer gut Englisch kann, sollte auf alle Fälle auf der Originalseite schauen. Aber für alle anderen gibt es die holdebootstrap.de. So, was macht Bootstrap? Der größte Vorteil von Bootstrap, einer der größten ist dieses Grid-System, wie sie das nennen, das Spaltensystem. Bootstrap macht einfach Folgendes, Bootstrap besteht aus JavaScript-Dateien und CSS-Dateien, eigentlich noch zwei, die vieles steuern. Also ich kann jetzt zum Beispiel so ein Spaltensystem machen. Muss ich das so vorstellen, ich mache einen Div-Container, jetzt nehmen wir mal dieses Beispiel her. Dieses Grid-System, dieses Spaltensystem hat 12 Spalten. Und ich mache jetzt einen Div mit der Klasse colmd8 und einen Div darunter einfach mit der Klasse colmd4. Der werden dann ganz automatisch so nebeneinander gestellt. Am Smartphone aber nicht. Am Smartphone werden sie komplett untereinander dargestellt und in der kompletten Breite. Oder dieses colmd4, colmd4, also 4 und 4 und 4 ist ja 12. Man muss immer diesen 12 Spalten denken. Wird nebeneinander dargestellt am Desktop, am Smartphone oder der Tablet schon wieder umgebrochen. Oder colmd6, also 6 und 6 ist 12 sozusagen. Man muss immer an diese Zahl 12 denken. Habe ich nebeneinander. Oder eben alles mit 1, dann hätte ich 12 Spalten. Und in jedem Tipp kann ich was reinstellen. Also so kann ich dann zwei Spalten umsetzen. Oder so kann ich drei Spalten machen. Oder eine breite Spalte und eine kleine Spalte, also links und rechts. Man kann es dann ein bisschen erweitern. Es gibt dieses colmd4, es gibt da ganz viele. Steht alles auf diesen Seiten, ist aber recht gut erklärt. Zum Beispiel, man kann zwei Klassen geben. Es gibt dann die Klasse colxs6, colmd4 und so weiter. Das bedeutet, md steht für medium, das ist der Desktop-Normale, reagiert auf die Zahl 4, auf xs, die Smartphone, reagiert auf 6. Das heißt, bedeutet, dieser Div hier ist am Desktop nur 4 Spalten breit, am Smartphone dann aber 6. Und dann muss man sich halt überlegen, wie vergebe ich die Klassen und dann entgeht das ein entsprechendes Muster dann wieder auf den anderen Endgeräten. Ganz kurz erklärt zum Grid System. Also das ist sehr, sehr praktisch, ansonsten muss man sich immer spielen mit Float Left, Float Right, Bit und so weiter, mit Media Queries. Das erledigt dann ein bisschen Bootstrap, hat sehr große Vorteile, wenn man schneller damit arbeiten möchte. Natürlich bietet Bootstrap noch ganz viele andere. Viele Vorteile, diese Glyphicons zum Beispiel, es gibt 250 Icons, das ist eigentlich, das arbeitet mit dieser Font-Technologie, mit dieser Schriftart-Technologie. Das heißt, das sind einfach Icons, die man verwenden kann, 250 sind es im Moment,
Ich mache halt einfach einen kleinen Span Class Glyphicon Row zum Beispiel und dann wird dieses Icon eingefügt. Und über Font Size, also über Schriftgröße und über Color, also Farbe, kann ich da bestimmen, wie groß es sein soll und welche Farbe das haben soll. Und das geht bis so groß und so klein, ist total wurscht. Ist überschaubar. Also das ist sehr, sehr praktisch, wenn man mit Icons arbeiten möchte. Genau, es geht immer über Klassen. Es läuft immer alles über Klassen in diesem Booster. Da geht eine Klasse, die da in Booster drinsteht und dann reagiert das Element so. Gleich wie diese Buttons. Booster definiert ganz viele Buttons, wo ich die Größe bestimmen kann, die Farbe bestimmen kann. Und man sieht, das läuft halt immer darüber ab, ich vergebe die Klasse Button, dann weiß Booster schon, es ist ein Button, dann sage ich, es ist ein Button Primary, das ist so, ne? Mit der Farbe und Button Large, das soll dann das sein. Also dann weiß ich, ich habe einen blauen großen Button. Kann ich auf A-Tex, also auf Links, genauso anwenden. Und nächstes Beispiel, was Bootstrap mir bietet, ist diese Bildklassen. Ich möchte zum Beispiel dieses Bild, so ein Bild haben. Ich füge ein ganz normales Bild ein, voraussetzung ist, es ist quadratisch. Sagt, es soll ING Circle als Klasse haben, das Bild kann ich auch mit Juno machen. Ich füge im Reiter das Bild ein, vergibt die Klasse ING Circle im Bild, kann man ja über den Reiter erweitert oder dergleichen machen. Und dann schaut das Bild so aus. Oder eben mit diesen Rahmen. Oder mit diesen abgerundeten Ecken. Da habe ich ganz viele Möglichkeiten. Genauso gut. Was ein weiteres Beispiel ist Tabellen. Okay, mit Sponsored Web Design sollten wir zwar nicht so viele Tabellen verwenden, aber ich möchte es gerade aufzeigen, weil diese Tabellenklassen von Bootstrap sehr praktisch sind. Man kann mit Bootstrap sehr viel machen, man kennt es da jetzt sehr schwer drauf. Da ist die und die sind anders eingefärbt. Man kennt es ja, man hat ganz viele Zeilen und sind die Tabellen anders eingefärbt. Die Zeilen anders eingefärbt. Und das steuert mein Booster ganz normal über diese Klassen Table, Table Scribe, dann gibt es Table Hoover. Das heißt, wenn ich mit der Maus über eine Zeile fahre, wird die anders eingefärbt. Also ganz, ganz viele praktische Formatierungsmöglichkeiten, ohne dass ich großartig in CSS wieder alles neu erfinden muss. Da gibt es dann eine Template-Vorlage von Bootstrap, die man sich holen kann. Da steht dann alles schon drinnen, dieser Meta Name Viewport, den man braucht, damit sich das anpasst. Dann ist schon das Style-Sheet ist verlinkt, dann ist schon dieses jQuery verlinkt, das Bootstrap benötigt und diese Bootstrap-Datei. Also es ist im Bootstrap sehr, sehr einfach erklärt, wenn man das verwenden möchte, wie man es verwenden kann. Und damit kann man dann anfangen, sein eigenes Joomla-Template zu bauen, bindet dann sein eigenes Style-Sheet ein und erstellt den Inhalt und kann mit allen Eigenschaften, das sind wirklich eine Menge, auch viele JavaScript-Eigenschaften, wirklich eine ganze Menge an Möglichkeiten, die man mit Bootstrap hat, kann man dann arbeiten. Man wird sehen, man erkennt vieles wieder in Joomla. Joomla verwendet den Bootstrap selber. Also viele Funktionen, die das System mit sich bringt. Möchte ich kurz ein Praxisbeispiel aufzeigen, wie man das noch nutzen kann. Ihr kennt ja alle diesen Kategorieblock, was man in Joomla nutzen kann, wenn man Beiträge einer Kategorie zuteilt und ich möchte zum Beispiel einen News-Menüpunkt haben, wo ich dann einfach alle Beiträge der Kategorie News aufliste, so ein Kategorieblock, oder auch dieser Hauptbeiträge arbeitet ganz gleich. Und wenn man dann eingibt, ich hätte gern 3 Spalten, ja, da haben wir am Ende keine 3 Spalten meistens, wenn man ein eigenes Template hat, weil das nicht richtig funktioniert. Weil das noch mit Bootstrap 2 arbeitet, möchte man das in Bootstrap 3 haben, gibt es ganz einfache Overrides im Template, wenn man weiß, wie man Overrides macht. Da wird es, glaube ich, zu wenig drauf eingehen, aber dann kann man diese Spaltenlösung umstellen, indem man dieses Override hier macht. Wenn es wen interessiert, kann ich es dann kurz weitergeben, diese Info, wie das genau funktioniert. Wenn man nämlich diese Umstellung hier macht im Kategorieblock als Overriding Template, kann man dann wirklich im Backend einstellen, ich hätte gern 4 Spalten und dann sind das auch 4 Spalten. Automatisch, dann muss mir nichts kümmern. Oder ich hätte gerne 3 Spalten, seitlich sortiert, dann sind das halt 3 Spalten und das funktioniert. Das gleiche gilt bei den Haupteinträgen, gibt es auch ein Override. Ganz einfach zu machen, ich muss nur ein paar Klassen umstellen, in gewisse Zeilen. Ich sage, wen es interessiert, schnell abfotografieren oder ich sage es danach. Ich gebe es danach nochmal weiter. So, jetzt noch ein paar andere Geschichten, was ganz praktisch sind, wenn man selber responsive Templates für Joomla erstellen möchte. Fürs Menü kann ich sehr gut das JavaScript-Plugin Superfish empfehlen. Erstens, Superfish bringt schon sehr viele Funktionalitäten mit, ist komplett kostenlos, ist ein JavaScript-Plugin. Gibt es sogar als Joomla-Extension, aber dann hat man halt schon wieder eine Extension, die man jedes Mal wieder updaten sollte. Würde ich eher empfehlen, wenn man schon Template erstellt. Superfish ist da sehr, sehr gut geeignet, lässt sich mit CSS dann sehr leicht anpassen und ist natürlich, funktioniert schon responsive. Klar, man Google Maps responsive einbinden. Gibt es Anleitungen, eine ganze Menge im Internet, auch bei uns auf dem Blog gibt es eine Anleitung, wie man das selber mit CSS steuern kann. Ansonsten ging es auch mit diesem Plugin, das ich vorhin vorgestellt habe. Genauso wie die YouTube-Videos, die man responsive einbinden müssen, oder eigentlich sollten. Auch da gibt es ganze Menge an Anleitungen im Internet. Es sind eigentlich immer nur, fast gleich wie bei Google Maps, 2 CSS-Blöcke, die ich brauche, und einen Div-Container, den ich um den YouTube-Iframe oder um den Google Maps-Iframe umsetzen muss.
Wie gesagt, gibt es auch einen Blog-Eintrag bei uns auf dem Blog, wenn es interessiert. Und als letzten Punkt möchte ich sagen, was einfach ganz wichtig ist, Tabellen sind einfach der Pool. Also man soll keine Tabellen mehr verwenden. Man sieht immer wieder Seiten, wo die ganze Seite auf Tabelle aufgebaut ist. Hat man früher oft noch so gemacht, braucht man gar nicht mehr. Aber halt, was ganz oft noch gemacht wird, ist einfach den Inhalt. Es ist halt praktisch, klar, man kann mit Tabellen ganz praktisch strukturieren, aber du hast schon am Ende ein Riesenproblem dann, wenn du das dann mal umstellen möchtest. Besser mit so einer Spaltenlösung arbeiten und sich was überlegen, wie man es anders lösen könnte. Man könnte ja auch links Inhalt und rechts ein Modul platzieren, und dann wird halt schon die Wartung für den Kunden ein bisschen komplizierter. Aber wenn dann immer auf Tabellen verzichten, spätestens auch wenn man eine nicht mobile Seite hat und der Kunde sagt, jetzt hätte ich gerne auf mobil umgestellt und er hat da 100 Seiten mit Tabellen drin, dann wird es lustig. Ein Veto von hinten. Tabellen dann benutzen, wenn man tabellarische Daten hat. Dann schon, hat. Ja klar. Dann das schon. Ist die einzige große Ausnahme, denn es macht überhaupt keinen Sinn, eine dreispaltige Tabelle mit lauter Diffs. Also es gibt schon immer wieder Sachen, wo man es braucht, klar. Da kann man aber sich danach behelfen. Es gibt, bei Bootstrap kann man die Tabelle mit einem Diff umgeben, das nennt sich dann, glaube ich, Responsive Table. Dann kann man am Smartphone die Tabelle hin und her schieben, ohne dass die Seite hin und her fährt, zum Beispiel. Das macht manchmal Sinn, wenn man so eine Tabelle braucht, da hat er vollkommen recht. Manchmal geht es, ich habe mittlerweile auch schon mal Anwendung gehabt, dass ich bei JavaScript, ist halt die Frage, ob das in allen Browsern funktioniert, kann man es so machen, dass dann die Tabellenzellen sich übereinander stellen am Smartphone. Geht auch, kann man mit JavaScript mittlerweile machen, aber ich bin mir nicht sicher, ob wie viel Browsern das wirklich schon einwandfrei funktioniert. Aber es stimmt, manchmal geht es halt nicht ohne Tabellen. Aber wenn es geht, dann am besten ohne. So, super. Das war's eigentlich. Von meiner Seite. Jeden, den das Ganze ein bisschen interessiert, auf unserem Blog schreiben wir regelmäßig über solche Geschichten, Tutorials, News und dergleichen. Also, wir machen auch Newsletter zu der ganzen Geschichte. So, aber genug Eigenwerbung. Hat irgendwer noch eine Frage oder dergleichen zu dem ganzen Thema? Nix. Ja. Weil letztens konfrontiert worden bin ich vom Kunden. Und zwar war bei ihm der Herold und hat gemeint, ich habe eine responsive Seiten gemacht, aber der Herold sagt, das geht nicht, weil es muss ja mobile Seiten sein. Ja. Ich habe gesagt, das ist ein Blödsinn, was er gesagt hat, aber hätte jetzt gern deine Meinung gehört. Ja, ich erlebe das leider einmal wieder. Aber erst vor kurzem wieder ein Kunden, der das genau so war, ich weiß nicht, wie die das jedes Mal schaffen, aber. Nein, es ist ja wirklich ein Blödsinn meiner Meinung nach heutzutage, dass man wirklich noch direkt unterscheiden muss zwischen mobiler und Desktop-Version, weil es keinen Sinn mehr macht. Zum Beispiel mobile Punkt. Genau, ja, dass man dann eine eigene mobile Seite hat. Erstens schon mal ist der Verwaltungsaufwand auch für den Entwickler viel, viel schwieriger. Und warum muss ich dann am Handy unbedingt umschalten auf die Desktop-Version? Für was brauche ich denn das Ganze? Für was muss ich denn das Ganze können? Macht ja viel mehr Sinn, ich überlege mir sofort, wie kann ich denn alles anpassen? Dass es dann auf allen Endgeräten optimal funktioniert, vor allem das mit der mobilen Version ist immer so eine Sache. Die Smartphones haben ja auch verschiedene Auflösungen. Was ist jetzt, wenn diese mobile Version auf dem anderen Smartphone nicht so gut ausschaut? Oder die Website am Tablet, da greift ja oft diese mobile Version schon gar nicht mehr. Wenn die da nicht vernünftig ausschaut, diese Desktop-Version auf dem Tablet. Also es gibt da viele Punkte, die eigentlich gegen diese mobile Version sprechen. Und vor allem, wenn die Leute dann oft auf dem Desktop, man kann ja oft diese mobile Version wieder wechseln, zurück in die andere Version. Die Leute checken das auch gar nicht, dass sie jetzt eigentlich wieder in der Desktop-Version sind, aber es gäbe ja eigentlich eine mobile Version, die sie gar nicht finden, vielleicht auf die Schnelle. Oder es ist genauso gut, wenn man auf die mobile Version, auf die Webseite kommt und man kriegt dann die Meldung, es gibt eine mobile Version. Viele Menschen, man kann auf OK klicken, damit man da hinkommt. Für viele User ist gar nicht klar, was will die Webseite jetzt auf einmal von mir und dann gehen sie wieder. Also meiner Meinung nach sollte für den End-User das einfach so sein, dass es eine Seite gibt, die sich immer anpasst, dann hat man diese extra Seite, die man da unbedingt benötigt. Weil es noch dazu, man hat ja dann schon wieder ein Subdomain. Man hat ja eigentlich, wenn man jetzt auch auf Suchmaschinentechnologie sieht, also vielleicht sage ich jetzt ein bisschen, aber man hat ja eigentlich zwei Versionen schon wieder. Man hat ja eigentlich einmal eine mobile Version und einmal eine Desktop-Version. Das sind ja zwei verschiedene Domains, meistens wird es über das Subdomain. Das war aber genau die Aussage anscheinend von Herold, dass das ja wichtig ist. Ja, aber warum? Man hat ja dann eigentlich Duplicate Content, man hat einmal da den Inhalt und einmal da, weil für Google sind es ja eigentlich zwei Seiten, sind ja zwei Domains, so gesehen jetzt. Ich hoffe, das hat aber die haben wir alle schon gehabt, die Herold. Ja. Hey, ich bin leider nicht dabei gesessen. Okay. Ich habe mich gern selbst befragt, aber. Nein, man kann das Problem natürlich die Robots blocken.
Ja, könnte man schon, ja. Aber dann hat man schon wieder keine mobile Seite mehr, dann hat man schon wieder den Bonus verloren. Das ist Aufwand, Aufwand, Aufwand. Ja, ja. Eben, das ist immer mit dem Ganzen verbunden. Ja. Ich hätte noch eine Frage. Ja. Auf wie vielen mobilen Endgeräten testen Sie denn, bevor Sie die Seite online schalten? Also, meine muss nicht. Ja, schaut gut aus. Also, ich muss sagen, wir machen es noch nicht so lange. Mittlerweile habe ich, also ein iPad habe ich sowieso persönlich selber zu Hause. Wir haben ein Android-Tablet und ein Android-Smartphone. So ein LG, fragen Sie sich die Namen, ich kenne mich mit leider nicht so gut aus, aber diese haben wir im Büro liegen, ein altes Android-Tablet, das ist ein Medium, was damals beim Hofer gemacht, habe ich von jemandem geschenkt bekommen, der hat das immer gebraucht. Und wir testen es halt mal auf diesen Endgeräten, klar. Einfach da testen wir vor allem die Funktionalität, natürlich auch das Design, aber das Design kann man oft schon noch ganz gut anders testen. Was sehr viel Sinn macht, ist diese Web-Developer-Bar von für Firefox zum Beispiel, da kann man sich dann ganz gut, wenn man sich ein bisschen einrichtet, sehr schnell anzeigen lassen, wie das auf verschiedenen Auflösungen ausschaut. Das testet man natürlich, aber wir testen schon immer alles durch. Also bevor eine Seite online geht, auf mein iPhone wird getestet, auf dem Android-Handy von Marco, also vom Mitarbeiter wird getestet, auf dem einen LG wird getestet. Aber mittlerweile wissen wir ja sehr gut, wie was funktioniert, also wir haben dieselben Probleme. Aber es macht schon Sinn, das auf diesen ganzen Endgeräten zu testen. Vor allem, was sehr oft vergessen wird, die Tablets im Querformat, weil dann hat man viel weniger Höhe und da gehen viele, das vergisst man oft dann, so Slideshows und so, die auf einmal plötzlich total alles im Aufwand liegt oder nicht mehr sichtbar ist. Also man muss da schon sehr, sehr gut testen, aber was ich sehr empfehlen kann, ist diese Developer Bar vom, wie heißt das, ich glaube, sie heißt Web Developer Bar von Firefox. Das ist ein Add-on, kostenlos. Ein Haken, bitte? Wir ein Tool gefunden haben, das wirklich seine paar Euros wert ist im Monat, es gibt browserstack.com. Okay. Ist online. Ja. Und browserstack.com. Okay. Und die fahren, ich weiß nicht, wie die das machen, genial, die fahren dir ein echtes Telefon hoch und du kannst dir auswählen, welches iPhone, welches Android, welches Tablet, Windows Phones. Ja. Die fahren dir wirklich, weil ich bin ja Seiten entwickelt, noch nicht so lange her. Und ich bin nur auf Android und die hat super ausgesehen, überall nicht. Und dann gibt es so Tools, die das so darstellen, eben zum Beispiel das Firefox-Ding. Ja. Schaut trotzdem gut aus, nicht? Der Kunde hat ein iPhone und sagt, es schaut katastrophal aus. Ja. Es hat so lange gedauert, bis ich zum Mediamarkt gefahren bin und gesagt habe, so, wo ist die Apple-Ecke und habe mir die Seite dort aufgemacht, das hat wirklich katastrophal ausgeschaut. Mhm. Also ich habe das gar nicht gegenchecken können. Okay. Mit der Seite geht's. Die fahren dir wirklich eine Hardware. Und auch verschiedene Browser. Wie auch immer die das lösen, aber die fahren dir echt das Gerät. Okay. Oh, das ist krass. Ziemlich geil. Das ist krass. Also browserstack.com. Was ist das, kostet das? Das ist so ein monatliches Abo, aber nicht viel. Also für Entwickler ein Massen. Ja, das ist ja nächster Punkt, Browser. Es sind ja nicht nur die Endgeräte. Browser macht aber das noch mehr Probleme. Auch. Du kannst auf dem Browser-Stack auf verschiedene Geräten verschiedene Browser starten. Okay. Also das ist bei Browser haben wir es jetzt so gelöst, wenn man einen eigenen Windows-Rechner noch, mit der virtuellen Maschine sogar noch, mit ein paar älteren Versionen von Internet Explorer. Wobei ich auch sagen muss, ich sage den Kunden schon, so Internet Explorer wie 7, 8, 9 supporten wir gar nicht mehr. Das tue ich mir nicht mehr an, ganz ehrlich gesagt. Außer der Kunde zahlt es. Wenn der Kunde das will, dann optimieren wir für das Ganze, aber sonst nicht mehr. Das ist aber ein bisschen ein gefährlicher Ansatz. Wenn man sich die Statistiken anschaut, kommt man drauf, dass man damit doch einen ganz schönen Prozentsatz von das schon, erreicht. Also ja, ich meine, es ist jetzt so, die meisten Seiten funktionieren dort, ja. Aber ich muss jetzt sagen, wir führen keine großartigen Tests mehr dort drauf durch. Es ist jetzt nicht so, dass die Seiten da gar nicht mehr gehen. Es kann vielleicht passieren, dass mal das eine oder andere nicht ganz so ausschaut wie auf der Originalseite. Aber wenn der Kunde sagt, na, er will unbedingt, dass das auch da genau geht, dann muss er uns das auch mehr Aufwand zahlen. Ist jetzt nicht so, dass die Webseiten so hohe Unsummen kosten, dass wir da überall was testen können. Gut.